Das ideale Wetter für einen Weihnachtsmarktbesuch? 22 Grad, leichter Schneefall und Sonne. Das ist natürlich Unsinn. Doch wenn man den Gesprächen der Besucher des Handwerkermarktes am 2. Advent im Zwickauer Domhof lauschte, so waren nur wenige mit dem Wetter so richtig zufrieden. In den letzten Tagen war es zu warm und am Sonntagnachmittag brach dann plötzlich der Winter herein. Und das mitten im Dezember. Als wir gegen 14 Uhr den Domhof betraten, war es noch recht angenehm. Zu dieser Zeit flogen nur die eisigen Späne der Eisskulpturen durch die Luft. Die Herstellung dieser Kunstwerke war auch in diesem Jahr wieder Anlaufpunkt Nummer 1. Die Zwickauer Bildhauerfamilie Harbord zeigte gern ihr Können. Wie lange Elefant und Co. allerdings angesichts der schon wieder steigenden Temperaturen überleben werden, ist ungewiss. Langlebiger ist der Werkstoff Holz. Auch hier gab es Schauvorführungen. Wohl denen, die sich dabei in die Hütte zurückziehen konnten. Viele Besucher des Zwickauer Weihnachtsmarktes fanden den Weg zum Domhof und einige sicher auch ein schönes Geschenk für ihre Lieben daheim. Kurz vor 15 Uhr fing es dann an zu schneien und zu stürmen. Keine Frage, da schmeckte der Glühwein besonders gut.